Hi, David hier. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie ihr zu so einem dramatischen Sonnenaufgangsfoto kommt, was ihr dazu braucht und wie meine Einstellungen sind. Dieses Bild ist straight out of camera, also SOOC, keine Nachbearbeitung. Let's go! Was braucht ihr dazu? Ihr braucht natürlich eine Kamera und ein Teleobjektiv. Ich habe hier das 150 auf 600 Tamron, ist optimal dafür. Ihr könnt es aber auch mit einem 200 mm machen. Ihr müsst halt dann alles zurechtschneiden. Nicht die gleiche Bildqualität, aber damit geht es auch. Was habe ich für Einstellungen benutzt? Schauen wir mal nach. Und zwar habe ich die Verschlusszeit 1/8000stel gewählt. Das ist die kürzeste Verschlusszeit, die an dieser Kamera möglich ist. An Sonys, Fujis oder anderen spiegellosen Kameras kann man bis zu 32.000stel aufnehmen. Dann würde sich die hohe Blende von F16, die ich hier benutzt habe, natürlich erübrigen. Und Base ISO 200 mit Tonwertpriorität. Was Tonwertpriorität ist, dazu komme ich bei einem anderen Video. Wie habe ich geschossen? Nicht durch den Sucher. Ganz wichtig, wenn ihr die Sonne schießt oder gegen die Sonne, dann niemals durch den Sucher. Das ist ein Teleobjektiv und das verstärkt natürlich die Sonnenstrahlen und ihr macht euch das Auge kaputt. Also niemals durch den Sucher schauen, sondern immer über Live View. Ne? Also zuerst geht ihr in den Live View, schaut bei 150 mm, wo ungefähr die Sonne ist. Also natürlich bei der kleinen Brennweite schauen, wo muss ich überhaupt hinschießen. Dann fokussieren, so einigermaßen. Dann sucht ihr euch den Bildausschnitt, den ihr haben wollt, mit der richtigen Brennweite. Und dann fokussiert ihr nochmal manuell mit Vergrößerung. Einfach zweimal auf die Lupe drücken, dann seid ihr bei 100%. Und dann perfekt hinfokussieren, sodass die Wolken scharf sind. Einstellen und los geht's. Das war's eigentlich. Wie ihr die perfekte Verschlusszeit herausfindet, das müsst ihr einfach ausprobieren, gucken, dann sammelt ihr Erfahrung. Ich würde definitiv den Stabilisator anmachen, wenn ihr freihand schießt, ausmachen, wenn ihr auf dem Stativ steht und den Fokusring nicht mehr bewegen, es sei denn, ihr müsst die Brennweite nachkorrigieren, dann natürlich auch den Fokus nachkorrigieren, weil er nicht 1:1 übertragen wird, wie bei einer Cinema-Linse zum Beispiel. Das war's eigentlich. Jetzt zeige ich euch mal, wie man Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge planen kann. Die kann man tatsächlich planen. Es ist immer wetterabhängig, das heißt, es kann regnen. Das könnt ihr zum Beispiel nicht planen. Die Wetter-Apps sind alle schlecht. Was ihr aber planen könnt, ist, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht. Da gucken wir uns mal die Seite suncalc.org an. So, wir sind jetzt im suncalc.org. Wie ihr hier seht, hier links könnt ihr dann einen Ort angeben, zum Beispiel Degerloch, Stuttgart. Könnt ihr da eingeben, dann springt das Ding direkt nach Degerloch. Hier sieht man auch den Dawn, also das Morgengrauen, Sunrise, den Sonnenaufgang, wann die Sonne am Horizont aufblitzt. Ja, aufpassen, bei Hügeln zum Beispiel ist sie ein Tick später. Culmination, Sunpeak, also wann die Sonne am höchsten Punkt ist. Sunset, wann die Sonne wieder den Horizont erreicht. Und das Abendrot bzw. Abendgrauen. So, wir möchten den Fernsehturm im Sommer am 21. Juni 2019, das ist der längste Tag des Jahres, möchten wir fotografieren und zwar um 5.19 Uhr. Da geht die Sonne hier rechts oben auf. Das bedeutet, wir müssen uns hier Richtung Möhringen, Sonnenberg, Dürlewang dahin stellen, dass wir die Sonne genau hinter dem Fernsehturm hinbekommen. Ich blende euch mal ganz schnell ein Foto ein. Ich habe es hinbekommen, allerdings war es ein Tick später. Wie ihr seht, die Sonne geht über den Korb hinaus. Also das heißt, wir haben die Sonne an der Antenne und nicht am Korb. Das wollte ich unbedingt haben. Dass die Sonne am Korb ist, da muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal hinfahren. Aber so kann das aussehen, wenn ihr das gescheit plant. Und wenn ihr den Sonnenuntergang hinter dem Sonnen,
hinter dem Fernsehturm haben wollt, dann müsst ihr euch um 21.30 Uhr hier irgendwo Richtung Sillenbuch und so weiter hinstellen. So könnt ihr das auch planen. Ruhet hier so die Ecke und dann geht die Sonne genau hier unter. Wenn ich hier so drüber fahrt, über diese zwei Indikatoren, Sonnenaufgangsindikator und Sonnenuntergangsindikator, da seht ihr den Verlauf der Sonne im Jahr. Die Sonne geht zum Beispiel nie gleich auf im ganzen Jahr, sondern zum Beispiel, gehen wir mal wieder zurück auf den Fernsehturm, am 21. Dezember, das ist der kürzeste Tag des Jahres, geht die Sonne da unten unter. Hä? Dann muss ich mich ja da oben hinstellen, Luginsland, da die Ecke. Ach je, und die geht auch viel früher unter. 16.29 Uhr. Aber das ist gut, ihr müsst für einen Sonnenaufgang nicht so früh aufstehen, sondern erst um 8.12 Uhr am Ort sein, und zwar ungefähr hier, Bodnang, da die Ecke. Na, Stuttgart West. Von dort aus sieht man den Sonnenaufgang hinter dem Fernsehturm am besten. Und so plane ich sozusagen auch die Urlaube, wenn ich dort Sonnenaufgänge haben möchte. Immer beachten, ab einem bestimmten Breitengrad geht die Sonne ganz anders auf und unter. Zum Beispiel haben wir hier bei Helsinki, ist ein netter Typ gewesen bei Haus des Geldes, ist der Tag nicht so lang, ne, am 21. Dezember, und die Sonne geht eher südlicher unter, als wenn es zum Beispiel am 21. Juni wäre. Da geht die viel nördlicher unter. Ja. Und es gibt sozusagen keine Nacht. Das müsst ihr beachten, wenn ihr dort seid oder in diesem Breitengrad. Anders ist es, wenn wir in der Türkei sind. Da geht die Sonne ungefähr wie bei uns unter. Auch sehr früh, auch sehr spät. Eher früher als spät. Ne? Aber das könnt ihr so perfekt planen. Und es gibt auch kostenlose Apps für das Handy. Das eine heißt X8 Golden Hour, glaube ich. Werde ich euch verlinken. Und einmal Photopills. Das ist kostenpflichtig für Android und ich glaube iPhone auch. Genau, das war die Seite. Und zurück zum Video mit dem schlechten Mikrofon. Ciao. Wie ihr seht, es ist nicht schwer zu planen. Mit einem Weitwinkel könnt ihr das zwar auch machen, aber dann habt ihr natürlich nicht dieses dramatische Afrika-Sonnenaufgangs-Feeling mit der tiefroten Sonne. Von daher, leiht euch so ein Ding aus. Schaut erstmal, ob ihr wirklich damit arbeiten möchtet und damit arbeiten wollt. Und wenn ihr öfter solche Fotos plant, dann könnt ihr das natürlich auch kaufen. Die gibt es für unter 1.000 Euro. Man kann nicht viel damit falsch machen. Das war's von mir. Lasst doch ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch schon solche Fotos gemacht habt. Gerne kann ich auch drüber schauen beim nächsten Video. Da machen wir so ein kleines Review. Und schaut euch auf jeden Fall meine anderen Videos an. Die Tutorials vor allem. Und die News, die ich immer wieder bringen werde. Viel Spaß, ciao. Okay, tschüss.